Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, ihr habt sehr erfolgreich die WM geschaut, die an mir komplett vorbeigegangen ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe überhaupt gar kein Interesse gehabt daran. Aber wir hatten ja auch mehr als genug Abwechslung mit MW2 Release, mit DMZ Release, Warzone 2 Release, was heutiges Thema sein wird. Mit diesen neuen Raids, die jetzt als Mid-Season-Update gekommen sind, die irgendwie ganz cool sein sollen, aber die mich persönlich jetzt nicht so viel interessieren. Das heißt, wir hatten jetzt doch durchaus ein bisschen Ablenkung und konnten uns ein bisschen um die Sachen im Gaming kümmern. Währenddessen haben Infinity Ward, Raven, Activision überhaupt gar keine Ablenkung. Denn, Thema vom heutigen Video, die Spielerzahlen von Warzone 2, Leute, und die werde ich euch hier einmal in dem Bild präsentieren, das sind die Charts von Steam. Das heißt jetzt nicht PlayStation, Xbox oder so, sondern wirklich nur Steam-User. Und wir waren auf einem All-Time-Peak beim Release-Date, also zwei Tage nach Release-Date, von 488.000 Spielern, die Warzone gespielt haben, regulär über Steam. 18 Tage später, wir reden hier nicht mal von 3 Wochen, Leute, beim wahrscheinlich größten Battle Royale der Welt, mit der größten Franchise, die dahinter ist, sind wir von 488.000 Spielern auf 212.000 Spieler gedroppt. Wir haben Weihnachtszeit, Leute. Das ist die Zeit, wo die Leute zu Hause sind, wo sie Urlaub haben, Ferien haben, wo sie zocken. Das ist ein neues Battle Royale. Und Warzone 2 kommt so unfassbar schlecht bei den Spielern an. Also wirklich so unfassbar schlecht. Dass Infinity Ward mit sofortiger Wirkung vor 3 Tagen aus der gesamten Entwicklung, aus den Patches, aus den Updates, aus den Game Improvements von Warzone 2 rausgekickt wurde und Raven Software übernimmt an dieser Stelle komplett die Entwicklung von Warzone 2 bis zur Integration von Treyarch. Treyarch wird ja eine neue Warzone Map reinbringen in 10 Monaten ungefähr und wird damit diese Ära einläuten mit dem letzten Black Ops Teil, der vermute ich jetzt mal Black Ops 5 heißen wird oder wie auch immer sie es nennen werden. Vielleicht auch Black Ops 6, wenn man Black Ops Cold War als Black Ops 5 bezeichnen will. Das kann man auch sehen in den Blogposts. Vor 5 Tagen gab es noch das letzte Update mit einem Blogpost von Infinity Ward. Der wurde über die Call of Duty Twitter-Page geshared sozusagen. Oder wurde halt gesagt, ab hier an die Entwicklerstudios Infinity Ward zusammen mit Raven Software. 2 Tage später, als diese Zahlen veröffentlicht worden sind, Activision wird die ja live tracken können, wenn ihr immer sehen, wer, wann, wo, wie, was online ist, ist ja wie Big Brother eigentlich, gab es ein neues Update mit den ersten 3 Fixes, die sofort geholfen haben. Der Transporthelikopter, der große, der von alleine auch schweben kann, wurde instant von Raven rausgenommen. Sie haben geschrieben, bis wir gefixt haben, wie dieser Helikopter im Endgame nicht zu stark ist. Die Loadouts, die bisher in dem 3. Zirkel gefallen sind, die allgemeinen Loadouts, sind in den 2. Zirkel von Raven geschoben worden. Kleine Änderungen, die vieles ausmachen. Und Infinity Ward hat ja mit dem Mid-Season-Update die Buy-Shops, die ja eigentlich viel zu selten da sind, noch seltener reingebracht, von 5 pro Karte auf 3 an Random-Plätze. Raven Software hat die ganzen jetzt verdoppelt, das heißt von 5 auf insgesamt 10 mit festen Plätzen. Und in diesem winzigen Update, was jetzt ja wirklich keine Magie ist oder sowas, hat Raven geschrieben, oder beziehungsweise Activision Call of Duty, von diesem Punkt an der Lead-Entwickler und Hauptverantwortliche für Patches, Updates, Improvements, Raven Software. Keine Rede mehr von Infinity Ward, die sind, es ist kein Witz, rausgekickt worden. Und das hat auch verschiedene Gründe. Unter anderem sind die bei Infinity Ward, ja, der felsenfesten Überzeugung, der Lead Director von Infinity Ward, dass das Battle Royale, wie wir es jetzt haben, im Prinzip am liebsten, wenn es nach ihm ginge, ohne Loadouts, was, muss man ehrlicherweise sagen, ziemlich dumm ist, denn wer kauft sich Blueprint-Varianten im Shop, wenn die Loadouts kaum verfügbar sind oder auch nicht gekauft werden können? Leute, auch Casual Gamer, kaufen sich die Blueprint-Varianten, weil sie die Waffen zeigen wollen und diese Waffen dann in Warzone spielen wollen. Wenn ich kaum eine Chance habe, normal an diese Waffen ranzukommen, dann kaufe ich mir auch meine Blueprint-Variante nicht. Das heißt, die Shop-Sales, die wir bisher haben, und der Shop sieht echt schrecklich aus, nicht, dass ich da jetzt was kaufen will, aber sieht schrecklich aus, sind ebenfalls nach unten gedroppt. Über 56% Spieler in 18 Tagen bei einem nagelneuen Battle Royale mit einer nagelneuen Karte ist absolut alarmierend. Und das ist auch im Prinzip das, was ich mir eigentlich gedacht habe. All diese Entwicklungen, die Warzone 2 genommen hat, sind Rückschritte, wenn man ehrlich ist. Die Loadouts, das Movement, was nicht mehr da ist. Und da geht es, viele sagen immer, ja, ihr wollt alle nur Slide canceln. Es geht gar nicht um Slide canceln, aber es gibt
keine Movement-Mechanik mehr, die man für aggressive Spielen nutzen kann. Und wenn man einen taktischen Battle Royale spielen will, dann ist man bei Call of Duty doch definitiv an der falschen Stelle. Dann muss man halt gucken, ob man irgendwie mit PUBG oder sonst was vielleicht besser zurechtkommt. Call of Duty war und wird immer ein Run-and-Gun-Game sein. All die Entwicklung auch mit den kaputten Perks, und das ist übrigens kein Ausversehen, sondern es ist Absicht. Infinity Ward will nicht, dass ihr Perks in Warzone editieren könnt. Ginge es nach dem Lead Director von Infinity Ward, würdet ihr weder Loadouts noch Perks haben. Das heißt, all diese Entwicklung, auch mit den kaputten Perks, so wie Bird's Eye, was euch erlaubt, sobald irgendeiner auf der Karte eine Drohne ruft, dass ihr ein Orbi habt, da können 100 Drohnen aktiviert werden, egal ob von eurem Team oder nicht, ihr kriegt mit diesem Perk, das ist irgendwie immer noch, glaube ich, einfach einen kompletten Überblick über alles. All diese Entscheidungen, die Infinity Ward aktiv für die Multiplayer, als auch mit der schwachsinnigen Time to Kill in Warzone, die genauso wahnsinnig ist, ob ihr Platten habt oder nicht, sind so schlecht, selbst bei den Casuals angekommen, dass Raven Software ab diesem Punkt die gesamte Entwicklung von Warzone 2 über das Jahr hinaus begleiten wird. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da bin ich für alle Warzone-Spieler froh. Ich persönlich habe bisher eine einzige Runde gespielt, weil ich von Battle Royals persönlich einfach echt die Schnauze voll habe. Es ist Battle Royals langweilen mich, ich kann diesen Begriff langsam nicht mehr hören. Ich mag Multiplayer-Games, Story-Games, aber Battle Royals verfolgen uns seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und da ist einfach der Schritt zu Entwicklung und Innovation immer sehr schwierig, weil da im Prinzip alles schon durch ist. Aber die Tatsache, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, wo wir fast 60% Spieler verlieren, ist Wahnsinn. Nun ist es so, dass wir ja auch ganz, ganz krasse Rückschritte haben, wie zum Beispiel Fortbewegungsmöglichkeiten von Caldera. Übrigens, Endzeit von Caldera, wo kaum noch einer gefühlt gespielt hat, auf Steam 228.000 Spieler. Jetzt 18 Tage nach einer neuen Map, die wirklich sehr gut aussieht, in einem neuen Battle Royale, neues Warzone, 10.000 Spieler weniger. Wir haben beim Release von Warzone 2 jetzt schon weniger wiederkehrende Spieler als in der Endzeit von Caldera, und Caldera wird von allen mittlerweile als die schlechteste Battle Royale Map und Erfahrung der gesamten COD-Franchise betitelt, und wir hatten immerhin Blackout, Verdansk, Caldera, Warzone 2. Es ist heftig, wenn man sich das mal anguckt. Ob Raven jetzt vielleicht die Balance wieder reinbringt, ob die Loadouts wieder kaufbar sein werden, ob diese überkomplizierten Strongholds, ich meine, die Karte wird von vielen Casuals gar nicht erst verstanden, weil so viele Dinge so unnötig kompliziert sind. Es gibt kaum Aufträge. Es fühlt sich zwischendurch an, wenn man sich so eine Warzone-Runde anguckt, wie ein Loot-Simulator 3.0, bei dem möglichst keine Gunfights entstehen sollen. Wenn sie entstehen, sollen die schnell vorbei sein. Man findet super wenig Geld und, und. Massive Probleme, die Warzone 2 hat, und die Karte an sich als Fundament ist wirklich sehr, sehr gut, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich bin für alle Warzone-Spieler wirklich mehr als froh, dass jetzt dieser Schritt gemacht wird, dass in Warzone 2 jetzt Raven wieder verantwortlich ist, die meiner Meinung nach nicht nur was die Game-Qualität von Rebirth, von Fortune's Keep, von Caldera vieles Gutes bewirkt haben, sondern, und das ist auch ein ausschlaggebender Punkt, wenn die Patchnotes machen, erfahrt ihr aus den Patchnotes, was eigentlich getan wurde. Bei Infinity Ward steht, das wurde mehr gemacht, das wurde weniger gemacht, und man kann raten, was passiert ist. Und es bedarf Leuten wie Exclusive Ace, die alles von Hand testen. Raven zum Beispiel hat geschrieben, die Zirkel werden mit niedriger Wahrscheinlichkeit aufgeteilt, was jetzt ja eine neue Funktion sein soll. Und schrieben, Wahrscheinlichkeit pro Runde, dass sie aufgeteilt werden, bisher 33%, ab jetzt 15%, also weniger als die Hälfte. Ich weiß nicht ganz, warum die Zirkel, die sich so aufteilen, ein großes Problem waren, aber sie waren anscheinend zu häufig, hat vielleicht dafür gesorgt, dass der Gameflow nicht gut war oder. Das sind alles so kleine Updates, die notwendig sind, damit Spieler wieder zurückkehren und überhaupt da bleiben. Und meiner Meinung nach ist Raven Software das richtige Studio, denn die haben in den letzten Monaten mit Caldera bewiesen, aus einer Map, die sie nicht gemacht haben, dass sie trotzdem noch was rausholen können. Und meiner Meinung nach war Caldera am Ende der Lifetime deutlich besser als am Anfang, als, Überraschung, Infinity Ward verantwortlich war. Ich bin sehr gespannt, welche Improvements wir die nächsten Wochen bekommen, und ich hoffe wirklich, dass ebenfalls Improvements und Verbesserungen für den Multiplayer kommen, denn das Mid-Season-Update war voller Bugs, die vorher behoben waren, die jetzt wieder da sind, neue Bugs, die behoben sein sollten, immer noch da sind, und
wenn diese Franchise 2 Jahre mit diesem Game, also mit Warzone 2 und mit MW2 aushalten soll, muss da definitiv dringend was nachgeschoben werden. Weil es ist nicht ausreichend, wenn man alle 3 Monate eine Season mit 2 neuen Waffen, einer Remake-Karte und einem Operator reinhaut. Das ist nicht ausreichend und es wird die Spieler nicht bei der Stange halten. Lasst mich wissen, was haltet ihr davon? Raven Software oder seid ihr doch eher Infinity Ward und sagt, alle die Gameplay-Entscheidungen bisher waren eigentlich sehr gut? Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich bin raus.